Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Stunde Klarinette lernen. Wir wollen uns heute den Viertelnoten und den Viertelpausen widmen. Viertelnoten haben ja einen Schlag und Viertelpausen ebenfalls. Was benötigen wir jetzt eigentlich? Wir brauchen uns, wir brauchen unser Instrument, viel Luft wie immer. Ein Metronom kann euch helfen, ihr könnt es auch runterladen oder eins kaufen. Und ja, des Weiteren benötigen wir die Unterlagen und zur Not habe ich immer noch eine MP3 hochgeladen, mit der ihr auch üben könnt. Die könnt ihr euch ruhig mal angucken. Da ist nochmal alles vorgespielt und ihr könnt dazu mitspielen. Okay, wir haben wieder unsere bekannten Noten. Das G, das E, das D und das C. Und das in verschiedenen Kombinationen. In der ersten Übung, die wir uns jetzt angucken, sollen wir das G viermal hintereinander spielen. Dann haben wir vier Schläge Pause. Da hätte ich jetzt auch eine ganze Pause hinschreiben können, aber da es ja heute um die Viertelnoten und Viertelpausen gehen soll, habe ich jetzt jeden einzelnen Schlag als Viertelnote aufgeschlüsselt. Nicht wundern, das ist nicht unbedingt üblich, aber so lernt ihr erstmal das Symbol dafür kennen. Okay, das machen wir jetzt einfach mal. Achso, am Ende kommen außerdem noch zwei halbe Noten. Die haben ja, wie wir im letzten Video gelernt haben, jeweils zwei Schläge. Okay, ich spiele jetzt einfach das vor und ich mache wieder mit dem Fuß mit. Eins. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, die erste Zeile war jetzt nicht so schwer. Aber auch die ist wichtig. Wir gucken uns jetzt mal die zweite Zeile an. In der zweiten Zeile sollen wir zwei E's spielen, dann zwei Schläge Pausen, dann wieder zwei E's und so weiter. Am Ende nochmal jeweils eine halbe Note, also zweimal eine halbe Note. Wir spielen das mal wieder und ich zähle wieder vier vor. Eins, zwei, drei, vier. Drei, vier. Drei, vier. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Gut, zweite Zeile haben wir auch geschafft. Es wird ein bisschen schwieriger, die dritte Zeile. Da haben wir immer ein D, was wir spielen sollen. Und das hat einen Schlag. Dann ein Schlag Pause, dann wieder das D und so weiter und so fort. Am Ende wieder zwei halbe Noten und ich würde sagen, wir beginnen. Eins, zwei, drei, vier. Okay, das war die dritte Zeile und jetzt kommen wir zur vierten Zeile. In der vierten Zeile sollen wir das C spielen, also linke Hand komplett. Und da haben wir jetzt noch ein bisschen andere Kombination und zwar erstmal ein Schlag, das C, dann ein Schlag Pause. Dann dreimal hintereinander das C, dann ein Schlag Pause, wieder ein C, Schlag Pause, C. Ja, und dann geht es eigentlich schon wieder von vorne los. Also es sind immer zwei Takte, die sich da wiederholen. Und ja, man muss es erstmal probieren und dann gucken, was bei rauskommt. Ich spiele es mal vor und ihr solltet es probieren nachzuspielen. 1, 2, 3, 4. Okay, das war's. Aber am Ende natürlich noch halbe Noten, die nicht vergessen. Okay, wir kommen dann zur fünften Zeile. Und da ist jetzt alles ein bisschen anders. Da gehen wir wieder alle Noten durch, die wir bis jetzt hatten. Und es ist ein bisschen schwieriger. Ihr müsst genau lesen und dann kriegt ihr das auch hin. Also so schwierig ist es auch nicht. Ich spiele es jetzt erstmal vor und ihr könnt es dann nachspielen. Ich zähle vier ein. Eins, zwei, drei, vier.
Das war's schon. Also, jetzt könnt ihr die Fortbildung spielen und wir können mit den Liedern beginnen. Im nächsten Video geht's weiter. Bis dahin, tschüss!